Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Transport Fever 2. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, nur noch 2 Tage und der Livestream startet endlich. Ich freue mich schon richtig drauf. Aber wir haben ja noch 2 Tage, wo noch Folgen erscheinen müssen. Und deswegen soll natürlich da auch noch ein bisschen was voraufgenommen werden. Ja, wir sind wieder mal in Good Old Berlin, denn ich habe da ein bisschen etwas vor. Allen voran möchte ich heute mal so eine Art S-Bahn-U-Bahn bauen. Ich kenne mich ja da nicht ganz aus in Berlin. Ich meine, ich war schon in Berlin, aber ich kenne mich ja nicht ganz aus. Die Berliner haben eine S-Bahn, die aber, glaube ich, mit einer dritten Schiene funktioniert. Also die haben da, glaube ich, so eine S-Bahn. Ich schaue da jetzt mal nach, besser gesagt, ich schaue da mal überhaupt da hinein. Theoretisch müsste ich sie ja schon runtergeladen und installiert haben. Ist das bei den Triebwagen? Genau. Das sollen diese Dinger hier sein. Mit Ansage, ich meine, ich brauche jetzt keine Ansage, ja. Auch kein Highspeed-Zug. Aber ich hätte gern eben dann so etwas hier eingesetzt. Und ich glaube, die sind eben mit dieser Stromschiene ausgestattet. Und deswegen werden wir da jetzt mal ein bisschen S-Bahn-Flair nach Berlin bringen. Aber vorher möchte ich da noch kurz mal einen Sprung vorbeischauen, ob mir das so gefällt. Denn die haben ja ihre Häuser ja an den Straßenbahnhaltestellen gebaut. Naja. Ist jetzt auch nicht so im Sinne des Erfinders. Also eigentlich hätte ich das nicht unbedingt so haben wollen. Aber ja, lassen wir sie denn jetzt halt so einfach gut sein. Gut, bauen wir diese S-Bahn-U-Bahn, was auch immer das genau ist oder wie man das auch immer genau bezeichnet. Ich möchte da jetzt niemanden beleidigen damit. Ich kenne mich da echt nicht aus. Es ist ja auch in Wien nicht gerade einfach. Ich meine, wir haben eine U6 und wir haben eine normale U-Bahn. Und das war ja die ehemalige Stadtbahn, ist ja in Wien jetzt die U6. Und das ist ja auch so ein Mischbetrieb. Ja, es ist auch eine Oberleitung. Nicht so wie die gängigen U-Bahnen in Wien, die ja nur mit Stromschiene unterwegs sind. Ja, also, schon wieder ein bisschen abgeschweift von dem Ganzen. Ich möchte jetzt eine S-Bahn bauen. Und dazu werden wir da mal die erste Haltestelle hinsetzen. Gerne eine Hochbahnhaltestelle. Wir können ja jetzt nämlich Hochbahnen bauen und das schauen wir sich einmal an. Was haben wir denn da? Wir haben ja irgendwo dieses Hochbahngedöns, nämlich das hier. Genau. Beziehungsweise dieses ist ja, glaube ich, sogar modular, kann ich das sogar einstellen, oder? Wo war das da dabei? Mal. Personen. Okay. Also. Ja, das war einmal zu hoch. Gerne so. Und ein bisschen sanfter gedreht hätte ich das gerne noch. Allerdings, da kann man wieder nur die Gleise hier einstellen, oder? Ich muss mal kurz was schauen, beziehungsweise ich möchte mal kurz was schauen. Wenn ich da jetzt drauf drücke und sage konfigurieren, genau, dann kriege ich diese Sachen hier. Elevated Tracks, Elevated Platform, Elevated Passenger Buildings. Die sind tatsächlich erhöht. Okay. Kann das jetzt da nicht andocken? Kann ich sowas Kleines hier andocken? Ah, da zieht er da wirklich so eine. Da zieht er das wirklich so in die Höhe. Okay. Das Constructor. Das sieht ja noch viel besser aus. Jetzt habe ich es verstanden. Es würde raufgehen. Das ist ein Übergang. Okay. Ah, hab schon verstanden. Bin schon im Bilde, kenne mich aus. So, ist zwar wieder auch eine Übungssache, aber wir werden da jetzt einmal doch da diesen Bahnhof bauen. Und so einen Hochbahnhof. Ja, ich habe ein paar neue Bahnhöfe runtergeladen und, ja, das zeige ich dann natürlich noch, ich habe ein paar neue Signale runtergeladen. Wir haben jetzt neue Signale.
also HV-Signale. Dann haben wir diese hier noch dazu. Dann haben wir solche Signale dazu. Und was haben wir noch? Nein. Ah, genau. Und wir haben jetzt französische Signale. Das sind die mit dem violetten Licht. Ich weiß zwar nicht, was das bedeutet, aber ich nehme mal stark an, dass sich das irgendwie auf den Verschub bezieht. Aber wir haben jetzt französische Signale und wir haben Signale aus... Also sie sind im Steam Workshop aus Sowjetzeiten angeschrieben. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Und die können wir natürlich dann auch verwenden. Da hat man wieder ein bisschen mehr Abwechslung. Und das gefällt mir schon jetzt richtig gut. So, jetzt habe ich wieder genug hergezeigt. Jetzt bauen wir endlich da mal. Ich will jetzt den ersten Bahnhof haben. Hochbahnhof mit Adjustable Elevated Station. Na, die nehmen wir doch. Hochgeschwindigkeit, ja. Plattformlänge, bitte 160 Meter. Number of Tracks. Dann hat jede Seite zwei Stück. Genau, das wäre dann so ein großer Bahnhof. Höhe der Station lassen wir 15 Meter. Nein, wir brauchen keine Pfeiler. Entry per Distance. Ah ja, alle 320 Meter ist ein Zugang. Genau. Und behalte den, genau, also keep a central entrance. Genau, in der Mitte einen Zugang haben. Wie würde das jetzt aussehen, wenn ich sage, nein? Dann haben wir gar keinen. Und wenn ich jetzt sage, alle 80 Meter, haben wir auch keinen. Ich lasse das lieber so. So sieht das um einiges besser aus. Gut, jetzt stellen wir den Bahnhof da ganz einfach hin. Machen wir das einmal so. Ah. Ja. Stellen wir ihn so hin. Berlin Nord? Naja, nicht unbedingt. Ich weiß, dass Berlin auch Bezirke hat und ich will mich da jetzt nicht versündigen, wenn ich da jetzt irgendwas falsch mache. Weil ich weiß, wie sie in Wien angeordnet sind, aber ich weiß nicht, wie das in Berlin angeordnet ist. Aber ich sag jetzt mal, das Einzige, was mir jetzt einfällt, wäre Berlin-Kreuzberg. Ich nenne das jetzt einfach mal so, ja. Das ist halt kein Berg in der Nähe, aber ich weiß nicht, ob da wirklich ein Berg auch ist. Also, wie gesagt, alles kann man nicht wissen. So, jetzt brauchen wir Gleise. Und zwar nehmen wir dieses U-Bahn-Gleis. Also dieses Gleis mit der nicht Stadtbahn niedrige Oberleitung, sondern das mit Metro Track Damm. Okay, ja, genau, das hätte ich gerne. Oberleitung, ja. So, dann möchte ich da gerne raus. Ja. Schüttet er da gerade auf oder was macht der? Nein, der lässt das auf dem. Ah, das will ich ja gar nicht. Aber warum hackt er das da so ab? Ja, das möchte ich ehrlich gesagt so nicht haben. Das war jetzt ein Baufehler von mir. Dazwischen reißen wir noch ein paar Bäume ab. So. Möchte gleiche Höhe behalten. Ja, genau. Das sieht das. Er macht es wieder so. So kleinen Oberleitungsstücken. Also so. Wie macht er das auch? Ich dachte, das wäre durchgehend. Okay. Schau mal, vielleicht habe ich die falschen genommen. Nein, das waren schon die richtigen. Egal. Also könnte man eigentlich ja auch, wie heißt denn, Kirchweg heißt die halt, ja, die lassen wir einfach so. So. Gehen wir da mal weiter ein Stück. Ich will aber gerne auf der Höhe bleiben. Es wird so eine Ring-U-Bahn werden oder so eine Ring-S-Bahn.
möchte ich da drüber gehen. Okay, das macht er dann so, weil das ja ein Hügel ist. Und das schneidet er dann da in die Landschaft rein, lässt aber unser Gleis hoffentlich in Ruhe. Schauen wir mal. Ja, das kaufen wir. Jetzt tun wir da ein bisschen terraformen. Ja, kann ruhig stark sein, rund und etwas kleiner. Das passt schon so und hier auch. Können wir das hier so auch machen? Wenn wir schon dabei sind, werden wir jetzt natürlich malen. Dann nehme ich dieses Gras hellgrün. Malen wir da so ein bisschen und da so ein bisschen. Sieht doch gut aus, oder? Doch hier auch noch. Und so lassen. Da noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Warum nicht? Gut. Ziehen wir das zweite Gleis gleich mit. Ja, und ich habe übrigens einen tollen Tipp bekommen. Vielen, vielen Dank. Und zwar mit den Zäunen. Jetzt weiß ich, dass wenn man, ich zeige das nochmal ganz kurz. Und zwar, wenn ich einen Zaun baue, ich habe da nicht drauf geachtet. Wenn ich da den Zaun baue, gibt es da oben dieses Fertig. Und dann ist es auch, dann muss ich nicht immer Escape drücken und schmeiß mich dann aus dem ganzen System raus. Und dann kann dort weitermachen, wo ich dann weitermachen möchte. Also nochmal vielen, vielen Dank für diesen Tipp. So, dann machen wir da jetzt den Bogen. Das klappt sogar. Dann gehen wir da mal auf jeden Fall noch so parallel dazu. Und ich glaube, die nächste Haltestelle werden wir hier hin machen. Bahnhof. Ja, das passt doch. Berlin Ost. Ost-Berlin. Dann sind wir froh, dass die Zeiten vorbei sind. Aber wir lassen es jetzt ganz einfach. Ich würde mich natürlich über einen Hinweis freuen, wie ich die S-Bahn-Haltestelle benennen kann, damit das halbwegs der Realität entspricht. Ja, gerne mit so einem Schlenker, warum nicht? Was hat er denn da gemacht? Eine Holzbrücke und eine Steinbrücke? Das sieht ja ekelhaft aus. Oh, das machen wir natürlich noch einmal. Ja, das sieht gleich viel besser aus. Gut, dann würde ich gerne weiter, natürlich auf dieser Höhe bleiben. Da möchte ich gerne von dieser Seite hier anschließen, dass wir relativ schnell wieder parallel sind. Gut, sind wir da jetzt höher oder wie wäre das jetzt? Ich würde da gern drüber gehen. So. Jetzt mit M. MM. Das sieht aber auch cool aus, oder? Ich glaube, das lassen wir so. Das lassen wir so. Dazu werden wir aber jetzt noch einmal was machen. Und zwar hier vom höchsten Punkt aus schließen wir dann dort wieder an. Dann sieht das besser aus und dann ist die Steigung sanfter.
Komm schon. Nicht abstürzen, andocken. Genau. Ja, das sieht cool aus. Weil dann ist die Steigung nämlich viel schöner. Das machen wir ein Stück so. Und dann gehen wir von hier dahin. Und von hier gehen wir darüber. Dann müsste das hier auch gut aussehen. Sind wir aber schon spurtiefer, oder? Was wäre, wenn ich jetzt das doch so mache, dass ich so lang wie möglich parallel lasse? Also sprich, wenn ich jetzt sage, ich würde gerne gleich anschließen. Was macht er dann? Dann trennt er die beiden Gleise schon früher auf. Sieht aber auch nicht schlecht aus. Lassen wir das so. So. Dann kommt hier eine Haltestelle hin. Mal was anderes. Warum nicht? Tramgleis, nein. Hochgeschwindigkeit, Oberleitung, also Oberleitung, nein. Das, wir brauchen das ja mit Diesel. Bahnsteiglänge 140. Straßentyp reicht mit der Kleine. Also wenn ich jetzt mit Punkt und Komma, kann ich nicht wirklich viel machen. Würde dieses Haus hier entfernt werden, das sich jetzt so mühselig hingestellt hat von selbst. Ich will das ehrlich gesagt nicht abreißen. Ich lasse Ihnen das so stehen. So machen wir das. Das nehmen wir noch einmal weg. Den höchsten Punkt haben wir eh hier. Und dann schließen wir da noch einmal an. Geise. Und von hier dahin. Wie heißt du eigentlich? Berlin Süd. Warum nicht? Können wir auch jetzt so lassen. Jetzt haben wir eigentlich an jedem Punkt haben wir jetzt eine Straßenbahnhaltestelle. Ist ja auch nicht so schlecht, finde ich jetzt. Gefällt mir. So, wollen wir den Ring jetzt vervollständigen und lassen eine in diese Richtung fahren und eine in diese Richtung fahren. Wenn wir noch eine Haltestelle machen, weil wir haben ja da keine Oh, jetzt ist mir was eingefallen. Jetzt ist mir was eingefallen und das mache ich aber jetzt noch. Ich hoffe, die Folge wird nicht so lang. Nein, wir sind schon, oder wir sind erst bei 18 Minuten. Ich meine, das habe ich schon öfter gesagt, ne, und dann. Ich will, dass das hier draufsteht. Oberleitung, nein. 15 Meter Stationshöhe, Tramgleis, nein. Straßentyp, Straßentyp? Wo ist da eine Straße? Ich muss mir das mal woanders ansehen. So, wo ist denn da eine Straße? Das ist doch keine Straße. Plattform Länge 140. Gibt es einen Punkt, wo es klappt? Schau, da gibt es einen Punkt, wo es klappt und trotzdem kann ich es nicht verwenden, weil mir das Gleis im Weg ist. Na gut, wenn ich jetzt sage, ich will dich daher haben, dann wird es gehen. So. Und auch hier wieder eine Straßenbahnhaltestelle. Aber das ist sowas von gekauft. So. Nein, das ist nicht Berlin West, sondern das ist Berlin Hauptbahnhof. So, sieht cool aus.
zwei Zugänge. Dann machen wir noch einen Zugang und zwar brauchen wir da eine Straße. Dann nehme ich die 10 Meter, dann nehme ich aber die, wo man nicht anbauen kann. Und zwar die 6 Meter. Das ist wenig Sommer, geht nicht. Vielleicht ein bisschen knapper, geht auch nicht. Noch ein bisschen knapper. So hätte ich dich gern. Und selbstverständlich gesperrt. Habe ich das richtig geschrieben? Na, ich habe schon wieder Hauptbahnhof geschrieben. Berlin Hauptbahnhof. So. Drüben machen wir dasselbe. Das sieht so cool aus. Drüben machen wir dasselbe. Kurz mal Pause, bevor sie wieder Häuser bauen wollen. Jetzt machen wir nämlich so, dass wir dieselbe Straße dann noch einmal nehmen. So. Und so. Da dran. Und einfach, weil wir es können, machen wir da so einen Halbkreis rum. Im Bahnhof drin. Ja, wenn sie wollen, dann sollen sie da drinnen wohnen. Gut, auch das mit dem Pfeiler ist schön gelöst. Sieht immer cool aus. Unser Berliner Hauptbahnhof wird immer cooler, wirklich. Also mit einem Schlag sieht das so genial aus. Ah, das gefällt mir. Gut, dann ein bisschen Farbe, Maltool. Was habe ich da gesehen? Was ist das? Ah, das. Oh, ich habe ja neue Assets auch dazu geladen. Aber das können wir sich dann mal alles in Ruhe im Livestream anschauen. Beziehungsweise werden wir sicher noch das ein oder andere Mal was basteln und ein paar Fehler beheben. Zusätzlich zum Fahrzeugersatz. Aber für den Fahrzeugersatz habe ich mir noch eine Kleinigkeit aufgehoben, die ich gerne mit dir gemeinsam machen möchte. Mehr möchte ich dazu noch nicht verraten. So. Dann ein Stück nach vor. So. Und da nehmen wir noch ein bisschen Ballast. Hey, mein Mausrad. Ja, ich kann mein Mausrad sperren, dass es sich schnell bewegt. Und dass es eben mit Rasterstufen funktioniert. Und da passiert es mir dann halt immer wieder, dass, ja, wie du festgestellt hast, dass es dann plötzlich losschießt. So, das sieht doch auch gut aus. So lassen wir das. So kann ich damit leben. Und jetzt müssen wir dann noch irgendwie die Gleise rüberziehen. Und zwar brauchen wir dann wieder Gleise. Das U-Bahn-Gleis. Und schauen wir mal, was passiert, wenn ich sage, hier bitte anschließen. Wo blockiert es? Mit der Tankstelle wahrscheinlich. Steigung zu groß. M. Brückenpfeilerkollision. Wo haben wir eine Brückenpfeilerkollision? Es kann nur die Tankstelle sein. Oder es ist. Definitiv die Tankstelle, die da im Weg ist.
Das heißt, wir werden die neu setzen, wir reißen die ab und bauen die neu. Die anderen Gebäude würde er ja eh von selbst entfernen. Genau, da muss ich aber von der Seite aus arbeiten. Und wieder mit M. Warum macht er das denn jetzt nicht? Rein. So. Mit M. Macht es nicht. Aber ja, wir haben es doch gerade gehabt. Genau, so wollen wir das haben. Machen wir das auch so. Und da wollen wir das haben. Machen das so. Jetzt. Dieser Höhe bleiben und wir wollen da anschließen. Auch nicht möglich. Brückenpfeiler-Kollision. Ah, da ist das Gleis auch noch im Weg. Natürlich, da müssen wir auch nochmal drüber. M. Das würde gehen. Und wenn wir jetzt das da kleiner machen. Ja, so dass wir die Kollision verhindern können. Wo haben wir da jetzt wieder eine Brückenpfeiler-Kollision? Der will mich doch verarschen, oder? So, reißen wir jetzt noch einmal ab. So. Jetzt habe ich alles weggerissen. Na gut, dann lassen wir das alles weg. Wenn er meint, er kann mich segieren, dann reiße ich das alles weg. Ich will da jetzt eine S-Bahn durchhaben und die bauen wir da jetzt durch. Genau. Dann gehen wir da sogar noch drüber mit M. Gehen sogar, weil wir so fair sind, noch ein bisschen höher. So, jetzt will ich wissen, warum wir da schon wieder eine Brückenpfeiler-Kollision haben. Was gefällt ihm daran nicht? Da hätten wir keine. Ja, dann machen wir das. So. Das passt, das sieht gut aus und das ist gekauft und von der Seite schließen wir da an, dann haben wir denselben Effekt. Und jetzt, liebe Stadt, darfst du dich weiter ausbreiten. Nämlich, ich gebe dir wieder alles zurück, was ich dir weggenommen habe. Das waren folgende Straßen. Eine Straße, die dahin geht, die Straße, die dahin geht, die Straße, die dahin geht und jetzt nicht mehr geht. Auch nicht mit N. Aha. Genau, so darfst du. So darfst du auch. Wieder alles zurückgegeben, was wir gekappt haben. Ja, das dürfen sie dann auch selber anschließen, wenn sie wollen. Und die Zeit lassen wir jetzt wieder laufen. So, und jetzt müssen wir noch irgendwie schauen, dass wir das neu bauen. Schließen von da an.
Von hier schließen wir da an. Perfekt. So, das Einzige, das wir jetzt noch machen müssen, ist, hier hat die Straße, oder hier haben sie einen Anschluss. Das heißt, wir nehmen da jetzt ein bisschen Asphalt. Malen das da so an. Dann malen wir ein bisschen so. Wenn wir es können, malen wir da rundherum auch so. So. Das ist jetzt auch ein Anschluss. Und jetzt würde ich gerne versuchen, ob das funktioniert, dass ich von hier mich darauf komme. Aber ich glaube, das wird nicht gehen. Beziehungsweise, Moment einmal, was ist, wenn ich jetzt sage, ich will von diesem Bahnhof hier. Okay, der lässt sich nicht konfigurieren. Oder? Nein, der S-Bahn-Bahnhof lässt sich nicht konfigurieren. Egal, dann haben wir halt hier einen Zugang, aber dann machen wir was anderes. Und zwar haben die da einen Tunnel. Haben die da so einen, nicht einen Tunnel, sondern so eine Unterführung? Haben sie nicht. Aber wir können was anderes machen. Wir bauen denen so eine Brücke. Wir haben doch so Brücken. Bauen wir denen so eine Brücke? Wie würden das aussehen? Oder beziehungsweise, wie würden das wirklich aussehen? Sieht das gut aus? Da ganz hinten? Vielleicht in die andere Richtung gedreht? Wenn man da einen anderen Bahnsteig und die Leute stehen da drinnen. Nein, das gefällt mir jetzt wieder nicht. Das kann man schon nicht lassen. Dann nehmen wir das weg. Es ist offensichtlich nur mit dem eigenen Bahnsteigen kompatibel, nicht mit den... Ich schaue nochmal, dass ich da jetzt nichts Falsches erzähle. Das ist offensichtlich wirklich nur kompatibel mit den Bahnsteigen von dem NL, also von den niederländischen. Dann machen wir das folgendermaßen. Wir bauen da hinten so einen Durchgang, also so eine Unterführung, dann können sie unterirdisch durchgehen. Muss ich noch einmal was ausprobieren. Aber dazu speichern wir jetzt einmal das Spiel. Das hat folgenden Grund. Das hat folgenden Grund, denn ich arbeite jetzt mit diesen Berlin Hauptbahnhof. Berlin Hauptbahnhof und daneben mache ich S-Bahn hin, dann kenne ich mich aus. Nicht S-Bahn, sondern S-Bahn. So. Dann hätten wir das auch erledigt. Wir sind wieder bei 34 Minuten. Ich sage, wenn man noch denkt, man hat genug Zeit, hat man dann doch nicht so viel Zeit. Und ich probiere da jetzt was. Ich setze da jetzt ganz einfach diese Tunneln dahin. Also diese Tunneln, diese Dinger da. Und hoffe mal, dass ich sie dazu weisen kann. Wenn ich den jetzt daher setze und den jetzt daher setze, dann kann ich den, glaube ich, nicht. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Geht das nicht.
Vor allem, er wüsste auch nicht, wo er dazugehört. Okay, falsch gedacht. So. Wie kriege ich jetzt die Leute von dem Bahnhof hier direkt darauf, ohne dass sie da irgendwie... Ich meine, da sind sie ja schon einmal. Wenn sie möchten, können sie da... Aber wie kriege ich die darüber? Konfigurieren. Kann doch hier sowas da machen. Das könnte ich hier anschließen. Das wäre schon sowas gewesen. Das hat schon funktioniert. Das muss ich jetzt nochmal machen. Und zwar, wenn ich das hier anbaue, dann haben sie hier schon einen Ausgang. Das muss ich ihnen nur noch irgendwie beibringen. Vor allem, nachdem ich da herumgemalt habe. Das aus? Können die da weitergehen? Ich hoffe schon. Soll ich das noch einmal bauen? Ich glaube, ich baue das sicherheitshalber noch einmal. Ja. Jetzt ist es angeschlossen. Schaue ich noch einmal ganz kurz was. Ist das mit dir auch gekonnt? Wirklich, weil ich ja keinen... Weil ich ja diesen... mittleren Eingang nicht habe. Auch nicht gegangen. Na gut, dann ist das schon eigentlich die beste Lösung von dem Ganzen. Jetzt müssen wir noch irgendwie schauen, dass wir da die Gleise rüber bekommen. Ich hätte mir natürlich noch weiterhin Gedanken machen über das Ganze. Ja, was war jetzt so klar, dass er das macht? Natürlich schauen, dass ich auf der Höhe bleibe. Schauen, dass wir darüber kommen. So. Pfeilerkollision, weil fünf Gebäude werden entfernt. Wie sieht das aus? Das passt, da können wir sogar noch ganz sachte. Ich möchte mir das etwas sanfter anschauen. Können wir sogar noch ganz sachte. Mit ja, genau so bauen wir das. Nämlich hier vom höchsten Punkt aus schließen wir hier an und hier vom höchsten Punkt aus schließen wir hier an und haben wieder eine Kollision. Jetzt eine Kollision.
Ach so. Warte ich schon wieder. Ja, weil das komplett aneinander anschlägt. Das ist ja gar nicht schön, was wir da jetzt gebaut haben. So. Das geht. Das geht nicht. Das klappt. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Sorry, Stadt. Jetzt klappt's auch mit diesem Teil hier. So, Stadt. Das war eine kleine Straße. Ah, das ist auch nicht. Warum haben wir da nur die alten kleinen Straßen? Oder check ich da gerade was nicht? So, das machen wir so. Darf die Stadt hier sich auch noch austoben und wir hätten das hier soweit erledigt. Aber was wir noch brauchen, ist ein Depot. Beziehungsweise machen wir da. Falsch, Gebäude, ich hätte gern ein Depot. Und zwar hätte ich da gerne das hier. Hätte das hier gern da. Ja, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Egal, das passt schon so. Jetzt brauche ich Gleise, wieder diese hier. Und sieht das aus? Ja, das sieht gar nicht gut aus. Na, warum geht das jetzt nicht? Gleiche Höhe. Dann kriegen wir das zwar so irgendwie ekelhaft hin, aber ein bisschen weiter auseinanderziehen. Wird das ein bisschen besser? Nein, nicht wirklich. Fast gedacht, dass das jetzt nichts wird. Da kriege ich jetzt wieder keine Weiche drauf. Hier kriege ich eine Doppelkreuzungsweiche. Du
Und ich will mich da jetzt nicht stundenlang spielen, weil ich will nicht, dass die Folge jetzt die erste Mal eine Folge ist, die 6 Stunden lang dauert. Komme ich da rein? Komme ich da raus? Schaffe ich irgendetwas? So. Das ist halbwegs brauchbar, das Kauf. Nein, jetzt hätte ich es. Nein. Das passt, das ist gekauft. Und von da gehen wir jetzt runter und schauen, dass wir da irgendwie andocken. Nämlich so. Und hier gehen wir da rein. Dann sieht das gut aus und wir haben den Zubringer für die Bahn. Und machen einmal eine neue Linie. Einfach nur, damit wir das noch mitfahren können. Und zwar neue Linie. Genau. Eine Ringlinie. Und die nennen wir, das ist dann die Linie. Ist das bei denen S oder U-Bahn? Das ist jetzt eine gute Frage, oder? Dann nennen wir sie ganz einfach S1. Dann mache ich noch eine Linie. Und die geht in die Richtung. Und die kriegt bitte eine andere Farbe, weil sonst... Genau, das passt mal. Und die Linie heißt dann ganz einfach S11. Dreht sich in die andere Richtung. So, machen wir das und jetzt kaufen wir ein Fahrzeug und dann machen wir noch die Mitfahrt. Vollzug? Wie lang ist ein Vollzug? 140 Leute passen rein, 100 km/h schafft er, aber wie viele Waggons sind das? Ja, da sieht man es ja eh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wird sich ja wohl ausgehen, oder? Kaufen wir mal einen Vollzug. 145 Meter sollte sich eigentlich ausgehen. Dann kaufen wir. Dann heißt das gute Teil S1-1. So. Und du gehst mir jetzt bitte auf die Linie... S1. So. Glück hat's gemacht. Der Zug kommt raus. Wo bist du? Da ist er. Da steht jetzt nur S1 drauf, weil wir noch nichts angeschrieben haben. Da stehen 2 Fahrer drinnen. Okay. Schüler und Lehrmeister, oder wie? Na gut, aber so viel Zeit muss noch sein. Also wenn wir jetzt schon so lange gemacht haben, dann werden wir das jetzt noch schnell machen können. Und zwar S1. So. Berlin Ring. Ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir. So. Noch eine S-Bahn. Oder zumindest das ist das S-Bahn-Symbol, oder? Ja. S-Bahn Berlin. Das gefällt mir. Dass wir wenigstens das so halbwegs hinbekommen haben. Ja, die Modelle schauen auch sehr gut aus. S1 Berlin Ring. Oh, da ist ein Fahrer drin. Naja, egal. Der Zug schlängelt sich aus seinem Depot hinaus
ist unterwegs nach Berlin-Kreuzberg, die erste Station, die wir errichtet haben und die wir auch benannt haben. Die restlichen Stationen lasse ich mich gerne überraschen über Ideen und Vorschläge von dir. Ansonsten sind wir am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wie gesagt, noch 2 Tage bis zum Livestream. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Transport Fieber 2. Servus.